am Funkenhausener Bach. Eigentlich müsste er Imecker heißen. Teilweise wird er auch als Mühlenbrinkbach bezeichnet. Befinde ich mich unterhalb des von mir sogenannten Mikado-Waldes. Hat er so viele Baumstämme nach dem Kurilsturm schräg standen. Jetzt in Richtung Sonne, ein bisschen weiter links von dem Wald, ist eine größere Elsungsfläche, Grünfläche sozusagen. Ich glaube sogar mit Hochstand. Ja, ich bin wieder auf den Spuren von Altwegen. Ich habe einen vor mir, der führt hier über den Bach. Da muss es mal eine Brücke oder eine sonstige Übergangsmöglichkeit bestanden haben. Es handelt sich weniger um einen Hohlweg, sondern etwas flacheres. Da steht also ein mittelgroßer Baum drauf. So viel älter muss der Weg sein, mindestens. Hier geht es runter in Richtung Naturschutzgelände. Der von mir angesprochene Weg führt schräg, relativ flach am Hang rauf. Ist natürlich heute ziemlich verkrautet. Deshalb lässt er sich auch nur im Winter begehen. Von Interesse ist ja noch, dass er in einem kleinen Quellbereich endet. Mit extra Ablauf zum besagten Bach hin. Und hier besteht direkt am Weg, der Richtung Funkenhausen führt, eine Quellfassung. Die habe ich wohl auch schon mehrmals gefilmt. Sehr klarem Wasser. Ja, und hier auf diesem jetzt relativ schlammigen Weg geht es in Richtung auf der Halle. Da hinten die eben gefilmte Quellfassung. Der von mir ein Stück gegangene Weg verschwindet hier so ein bisschen hinterm Hang. Das ist in der Mitte die Übergangsstelle. Und auf der rechten Seite Richtung Tücking lässt sich in dem ziemlich flachen Gelände die Fortsetzung nicht genau erkennen. Da gibt es vielleicht dann mehrere Aufstiegsmöglichkeiten, sage ich mal dazu. Hier selbst in dem Teilbereich ist nichts weiter zu erkennen, aber es ist, wie man hier sieht, teilweise auch recht schlammig. Von daher gesehen ist anzunehmen, dass der Weg relativ schnell die Höhe gewinnt. Links geht es zum Viersen, rechts zur Tücking-Schulstraße. Da im hinteren Bereich oben ist der sogenannte Hof oder sogenannte Haus Blankenagel. Nach Helga Pahn. Da gibt es auch diverse kleinere Teiche unterhalb des Hauses, die wahrscheinlich der Klärung des Wassers dienen sollen. Ja, so viel von her. Da der Taleinschnitt, da in Richtung auf in Viersen vor dem Nadelwald im Hintergrund ziemlich steil ist. Und eng wird dort kein Weg raufführen. Schwierig stehen Bäume vor. Aber man sieht so zwischendurch auch einen Hochstand der Jäger. Also hier in dem Bereich muss der Weg hochführen. Ich habe weiter hinten auf der Hochspannungsleitungsschneise schon einen Weg verfolgt. Bei dem handelt es sich aber eher um einen
Waldweg, Holzabfuhrweg, der sich am Rande des Tales hochzieht und im Tal selbst eine Kurve macht und ziemlich sumpfig dann die Niederung überbrückt. Ja, am sogenannten Mikado-Wald habe ich vergeblich nach einem Hohlweg oder etwas Ähnlichem gesucht. Also muss das wohl eher dazwischen das Gelände sein, wo man mit einem Weg rechnen muss. Endlich ist es ein bisschen sonnig. Wie man sieht, war es in letzter Zeit sehr feucht hier. Ich bin ein Stück weiter in Richtung auf der Halle gegangen. Schaue nochmal zurück und ins Bachtal hier. Ein Kern im Hintergrund, ungefähr begrenzt durch die liegenden Baumstämme, einen relativ undeutlichen Weg, der aber vermutlich da an der Wiese unweit der Straße Tücking Schulstraße, die nachher in auf der Halle übergeht, etwas unklar das Ganze. Wahrscheinlich ist das nur ein Weg, der zur Wiese führen sollte. Weil hier wird das Tal auch enger und schwieriger zu begehen. Immerhin hat man sich hier viel Mühe gegeben, die Wege instand zu halten, indem man unter anderem Bauschutt verteilt hat, der von den stillgelegten Fabriken stammte. Gegenüber noch ein jetzt ziemlich sumpfiger Quellbereich mit einem kleineren Einschnitt entlang des Mikado-Waldes. Das Gelände habe ich mir auch noch nicht näher angeguckt, weil es etwas schwierig ist und nicht so ein Land halt. Ich gehe in Richtung auf der Halle weiter. Der Mikado-Wald. Die Sonne schafft hier Gegenlicht. Die Badewanne, die da so im Schlamm sitzt wie so ein alter Kahn, habe ich auch schon hin und wieder gefilmt. Der Weg, der hier von einem Wasserlauf zerfurcht wird, kreuzt den Pilgerweg. Oder Jakobsweg, wie man ja auch sagt. Der führt mehr nach links dann, einen relativ engen Weg rauf zu diesem besagten Haus Blankennagel. An einem engen, kleineren Türchen entlang. Ich folge aber mehr der Wiese und den hier hoch führenden Weg an einem anderen Bachlauf entlang in Richtung auf der Halle, in Richtung Hegbach. Davor ist noch so eine Art Wasserscheide. Das Ruhrtal befindet sich rechter Hand hinter den im Hintergrund hin und wieder zu hörenden größeren Vögeln. Ja, auch hier wurde abgeholzt.
Das ignoriere ich heute aber. Ein Blick zurück ist ja bekanntlich nie verkehrt. Der abgeholzte Bereich. Mein Weg ist mein Weg. Mein Ziel sozusagen. Die Bürger gehen mir nach links. Da hinauf ist etwas eng. Und zum Teil muss man auf Ilex achten. Im Herbst gibt es da auch Pilze. Schön feucht da die Ecke. Ja, da geht's auch weiter zum Tücking. Wer möchte? Mich zieht's Richtung wohl Höhenweg Süd. Da geht's hier lang. Auch in diesem Bereich ist auf der gegenüberliegenden Seite ein Weg, eher ein schmaler Pfad, zu erkennen. Und hier, auf meiner Seite sozusagen, wird ein Weg auch mal ganz schnell zum Bach, der mich da abfließt, wo ein Baumwurf ist, eigenartigerweise. Das würde den Bereich hier eher trocken halten. Aber so geht's manchmal. Da sollte man mal hin und wieder Dämme bauen. Hat schon als Kind Spaß gemacht. Okay, wirkt sich schon aus. Wohl. Ja, rechts die ersten Häuser gehören schon zu auf der Halle. Ja, jetzt gehe ich erstmal die Straße. Das ist mir dann doch erstmal lieber. Der Sumpf nimmt übrigens auch hier an der Straße, der Verlängerung der Tücking-Schulstraße sozusagen. Hinten führt die Straße zum Hof Becker. Man hört Autos. Man sieht sie nicht. Rechts könnte ich auch lang in Richtung Ruhrtal am Hegt und was da noch so ist. Aber ich bleibe erstmal oben. Da ist noch am trockensten. Heute. Gleich macht's blub blub. Und der Detlef ist weg. Nee, die Rettung naht. Bin oben an der Straßenkurve angelangt. Da geht's zum Beruf auf der Halle. Und da zum Hickbach gehe ich aber heute nicht, weil die Autos auf der Autobahn A1 unten sind mir zu laut, der Wind kommt von daher. Ja, hier ist auch betrieben. Gehen wir mal zur Seite. Ja, drei Autos kurz hintereinander. Ich vermute mal, die BAB1 ist wieder dicht gestaut. Ich habe hier immer noch den Vorteil, genauso gut wie der Autofahrer, Schleichwege zu benutzen. Machen wir. Im Winter geht's ja noch. Aber im Sommer wäre hier kein Durchkommen. Außer auf der Straße und dahinter durch den Buchenwald. Das
meine Picknick-Ecke. Beim Hofbäcker. Mit dem Zentrum von Haspe. Im Hintergrund. Links die Hesterthalle. Ja, wie gesagt, der Hof. Viel Wind, viele Autobahnen. Es wird jetzt gegen Mittag, dann ist es dann ruhiger. Toi, toi, toi. Man hat uns heute Sonne versprochen. Lass dich nur hin und wieder gucken. Blicken, besser gesagt. Und windig ist es auch noch. Soll aber trocken bleiben. Bin mal gespannt. Jetzt gibt's erstmal Pause. Meeresstrand an der Waterkant. Ja, Tiefseeschlamm, würde ich sagen. Ja, es hat doch ganz schön aufgefrischt, sodass ich heute, dass der Tag meiner kleinen Tour ist, die Abkürzung über die Gehwege nehme und dann zurück nach Hause. Ja, nicht viel los. Pferde langfahren sich wohl. Und tschüss. Autobahn. Bis hierher haben wir uns hier.